Oh, das passt ja. Passt ja, ja. Der halt riecht so, ja okay. Ja, ich habe ja mich jetzt extra mit Seife eingerieben, abgerieben. Kurz. Abgerieben. Mit Sand gereinigt. Genau. Ja. Das ist auch im Geruchs-TV funktioniert. Genau. 16, 17, 18, 19, 20, Wahnsinn. 21 Fragen schon drin. Aber damit es meine Aufmerksamkeit auch auf sich zieht, hat es den Pink gemacht. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier wieder bei Neuss TV und haben wie angekündigt jetzt 21 Fragen für verschiedene Menschen aus Heidenheim, die man halt so kennt oder kennenlernen sollte. Und zwar fangen wir da an mit dem Michael Knäule und stell dich doch mal selber vor. Hallo, mein Name ist Michael Knäule. So kann man es auch machen. Dann fangen wir mal an mit den 21 Fragen. Und du musst es natürlich wie aus der Hüfte gesnipert, musst du die Antworten aus dir rausschießen lassen. Und zwar fängt es an mit YouTube oder Facebook? Facebook. Nächste Frage, Döner oder Pizza? Pizza. Tatort oder Shopping Queen? Tatort. Du kannst auch ehrlich sein. Okay. frag mich nochmal ganz ernst. Tatort oder Shopping Queen? Tatort. Taylor Swift oder Crow? Muss ich mich entscheiden, oder? Kannst auch sagen, ich, nächste. Oder. Ich nehme oder. Ein oder. Wein oder Bier? Wein oder Bier. Süß oder salzig? Salzig. Freiheit oder Sicherheit? Freiheit. Manuel Neuer oder Marc Schnatterer? In dem Fall Marc Schnatterer natürlich. Marc Schnatterer. Hunde oder Katzen? Hunde. Schicksal oder Zufall? Schicksal. Freundin oder Auto? Freundin oder Auto. Ja, verständlich eigentlich. Ist auch eine dumme Frage, gell? Ja, ja, gell. Ja, ob die das anschaut, was da so gerade läuft. Ach so, Moment. Freundin. Fleiß oder Talent? Talent. Sport oder Kunst? Kunst. Laut oder leise? Laut. Wikipedia oder Brockhaus? Oder. Oder? Rolling Stones oder Beatles? Stones. Stones? Alles klar. Und jetzt unsere Abschlussfrage. Eine der Abschlussfragen. Und zwar, wenn man dich, dein Leben verfilmen würde, ja, in was für einem Filmgenre würde sich dieser Film dann so aufhalten? Drama. Drama? Ja. Ja. Wer würde dann sozusagen der Darsteller sein, der dich dann darstellt? Ottmar Fischer. Ottmar Fischer. Interessant. Würde der Film ein Happy End haben oder nicht? Ich glaube schon. Das hört sich doch gut an. Das wollen wir ihm natürlich auch alle wünschen. Und ja, dann war es das auch schon wieder mit den 21 Fragen. Und ja, was soll ich noch sagen? Das war's halt. Tschüss. Tschüss, genau, tschüss. Ist das gut für den Film? Ja, irgendwann ist das so ein Statussymbol in Heidenheim. Weißt du, dann gucken dich die Leute gar nicht mehr mit dem Arsch an, wenn du nicht dabei warst bei 21 Fragen. Weißt du, läufst rum, möchtest ein Becken kaufen, dann kickst du dich aus dem Knall raus, weil du nicht bei 21 Fragen am Start warst, weißt du?